So, und so ist es jetzt fertig. Da habe ich jetzt noch eine kleine Ablage gebucht. So schaut es jetzt fertig aus und jetzt zeige ich es euch, wie ich es montiere. So, an die Wand über der Badewanne sollte jetzt an das Bild, das Moosbild da hinkommen, weil das ist jetzt alles Solar. Das Moosbild habe ich jetzt an da. Das ist also im Prinzip jetzt dann fast fertig, nur noch ein paar Feinarbeiten. Und jetzt, wie wir das gemacht haben, das zeige ich jetzt in dem Video da oben. Da könnt ihr es euch anschauen, da haben wir es gemacht. Und jetzt wird es eigentlich nur noch montiert und ein paar Feinarbeiten. Wir haben jetzt da also einen leichten Draht übrig. Und die hat einen leichten Knick drinnen. Und da rutscht jetzt das ganze Bettel ein. Jetzt muss ich es nur noch ein wenig nachrichten. Können wir noch ein wenig aufhören. Das ist schwierig. Das muss sich fast nicht verrutschen. Ist ein wenig schwierig. Das ist jetzt nicht so einfach. Da brauche ich meinen Kameramann, der muss mir helfen. Wir müssen das noch leicht ein wenig rausnehmen und aufrutschen. Ich zeige euch dann, wie es fertig ist. Jetzt haben wir es noch einmal einen Zentimeter nachgerückt, da haben wir noch mehr aus der Haut drum müssen. Jetzt haben wir da bündig. Jetzt muss ich es nur richtig einklopfen. Man müsste das genau so ungefähr auf den Fliesen absetzen. Ja, das kommt schon. Schaut mir ganz gut an. Man muss nur abschauen, weil mit dem Moos, mit dem Zündrucker, hat man dreckige Hände. Wenn man natürlich jetzt da wunderbar abstützt, dann dürfte der Maler gleich wieder kommen. Er muss eh noch kommen, weil er ein paar Kleinigkeiten hat. Jetzt kommt unter an den hinteren Eck, kommt jetzt auch noch so ein kleines Fädel dran. Dann schaut das aus, als wenn es umlaufen würde. Noch ein wenig feinarbeiten, ein wenig putzen, noch ein wenig, vielleicht ein wenig zuschnipseln. Jetzt montieren wir dann das andere noch. So, jetzt holt man es einmal das provisorisch her, bloß da runter nachsitzen auf die Fliesen. Klein passt jetzt. Jetzt macht man sich da eine feine Markierung. So. Und da kommt jetzt der Halter hin. Nein, das. Dann habe ich übrigens verkehrt rum. Ja, wenn ich verkehrt bin, ist aber wurscht, da man einfach mal so her. Und von der Markierung darf jetzt einen guten halben Zentimeter runter sein. Ja.
Vorschrauben genügen. So, da geht es jetzt ein Stück an da, ne? Passt aber klar, bleibt sogar hier bei. Ah, also da tut man jetzt eine Menge an Montagekleber. Gerade ein paar Boxen und Teil und drückt es wieder zu, dann bleibt es so. Man kann da verdeckt da einen Schrauben rein tun. Möchte aber jetzt nicht unbedingt. Jetzt holen wir noch einen Montagekleber. Das wird man da an den Eck eventuell auch da müssen. Da steht es auch leicht dran. Dann ist das da hierbei. Wird dann oben sauber zugeschnitten und unten. Wenn noch sauber gemacht, was noch ein wenig tricky ist. Und dann ist das ein wunderbares Moosbild. Das was, was ich ja so nicht kaufen kann, weil es einfach zu teuer kommt. So was muss man selber machen, wenn es du genau auf dem Maß mägst. Man kann sich ja ein kleines Bild kaufen mit einem bestimmten Maß, das geht. Mägst du aber genau auf Maß und das sollte eben da genau reinpassen, dann muss man es fast selber machen, weil sonst ist das unbezahlbar. Weil das zeigt uns keiner. Das zeigt nur der Spangler für uns. Und wenn ihr sehen möchtet, wie wir es bauen haben, schaut euch unbedingt das Video da unten an. So haben wir es zusammengebaut. Das war jetzt nur noch Montage. Vielen Dank.